Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs. Ja, wir haben ein interessantes Rennen am Ende der letzten Folge noch gehabt. Zumindest haben wir... Was macht hier so komische Geräusche? Hört ihr das auch? Übelst kranker Bass. Sind wir nicht ganz so einfach entkommen, wie wir uns das gewünscht hatten. Letztendlich hat es aber Gott sei Dank funktioniert. Und nun wollen wir uns wieder der Story widmen. Ich hatte jetzt zum Ende des letzten Parts haben wir gedacht, ja komm, jetzt kannst du aber auch mal wieder was anderes machen. Eben zum Beispiel dieses Verbrecherkonvoi. Jetzt will ich mich allerdings direkt wieder der Story widmen. Jetzt haben wir gerade wieder etwas kleinere Ruckler. Ich hoffe, das liegt schlicht und einfach nur daran, dass ich gerade die Aufnahme neu begonnen habe, beziehungsweise das Spiel neu gestartet habe. Ich hoffe, dass das damit irgendwie zusammenhängt oder so. Und wir müssen selbstverständlich wieder zurück auf unsere kleine Insel zum Bunker. Zu, ja, man könnte sagen, mittlerweile unserem Bunker. Und dort wird die Story weitergehen. Dieses eine Gebiet hatten wir jetzt so gehackt, wie der gute Aiden das wollte. Nun möchte er ihn weiter wehtun. Schade, etwas zu früh losgefahren. Du sollst nicht die halbe Brücke mitnehmen, Aiden. Die Brücke ist da und geht auch nicht so schnell wieder weg. So. Okay, was war... Ah ja, eine Online-Entschlüsselung. Die nehme ich selbstverständlich nicht an. Denn ich möchte zu Omas Bulldogge. Okay. Omas Bulldogge. Das klingt ja interessant. Das ist auf jeden Fall meine nächste Aufgabe hier in Akt 2, 6 von 15. Ein bisschen anstrengend, dass man da jetzt jedes Mal wieder reinfahren muss, aber okay. Aus der Ferne mit rostigem Mund verbinden. Aus der Ferne. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Die Gespräche zwischen den beiden sind aber so grenzdebil irgendwie. Vielleicht finden wir was. So, schauen wir mal. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Okay, das sieht extremst verkabelt aus. Okay, dann geht der da runter, darüber. Nee, das funktioniert so nicht. Ich muss den erstmal... da runterleiten, dann brauche ich einen da drüben, dafür muss ich den so drehen. Dann ist der frei und der geht dann nur noch runter. Okay. Bis an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht da reinzukommen. Da haben wir ein abgefangenes Audiolog. Mal wieder Irak. Sind die
Tag gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie reden. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen. Der Aufzug ist doch bestimmt eine Kamera. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin die Zukunft. Ja, das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Jetzt muss ich nur den Aufzug auch wieder anmachen. Die Frage ist... Ah, da. Alter, wo fahren wir denn hin? Das ist natürlich auch geil, sich komplett von einem anderen Gebäude dahin zu hacken. Ohne dass man überhaupt in der Nähe ist. Das ist eigentlich total sick. Hill kürzt sich eine Geldüberweisung von ihrem Sohn. So. Wir machen weiter. Mit deiner Kamera. Genau, dreh dich mal um. Vögeln da welche? Genau, ich muss nämlich mit dir da hinten hin. Perfekt. Dankeschön. Wo fangen wir hier überhaupt an? Da. Okay, die Zeit drängt hier ein wenig, wie ich sehe. Passt. Jetzt noch den darüber. Fertig. Jo, was haben denn die hier für eine Spielhalle? Okay. So, da hinten haben wir. Sind wir richtig? Siehst du das da? Steckt links immer da rein. Er spioniert die Karten aus und schickt uns alles über WLAN. Verstehe, gut, dass es sich schwer ist, den Scheiß zu modifizieren. Wir müssen die Maschinen für die neuen Chipkarten updaten. Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller als jedes Gewehr. Max sagt, immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Aha, da oben ist eine Kamera. Geschickt. So. Da vögeln tatsächlich welche. Was soll denn das? Okay, wir kamen von da drüben, von der Kamera. Wir können hier nicht hacken. Da wäre dann noch eine Kamera. Und da drüben selbstverständlich auch. So, damit können wir doch, glaube ich, arbeiten, oder? Sehr gut. Okay. Oh shit. Hä? So, jetzt ist der frei, dann da hoch. Shit. Ich habe irgendwie nicht so ganz so viel Zeit. Shit. Oh. Nee, shit, das war richtig. Nein, aber wenn ich den wegdrehe, shit, der muss so bleiben. Hä, das kann ja gar nicht so funktionieren. Ich muss den so haben und den so. Jetzt müsste es stimmen, ja. Gut, auch das geschafft. Hier lebten wirklich Menschen. Und sie starben auch. Aha. Das sieht echt nicht gesund aus hier. Das CTOS ist das Beste, was Bloom für Chicagos Unternehmertum kommt. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Besser wissen. Die Konkurrenz hungrig. Tja, das kommt davon, wenn man so viele Kameras hat.
Ah, oh, shit, das ist einer, der sich bewegt. Aber ich muss da hin. Ah ja, da muss ich hin, alles klar. Ja, jetzt geh da rein. Sehr gut. Okay, mit der Kamera kann ich jetzt eher weniger anfangen. Ich will auf die Kamera. Genau. Jetzt haben wir es. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Also brauche ich den Typen, oder was? Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Tülle? Fathead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Ach, er ist dieser Irak. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier kraulen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Jetzt bringt er um. War klar. Der mag wohl keine Klugscheiße. Sonst noch was? Da muss ich schon schwer schlucken. Das ist sick. Das muss ganz ehrlich sein, das verschlägt mir so ein bisschen die Sprache. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Nein, wenn du das sagst. Okay, spüren Sie den Ursprung von Damons Adresse auf. The fuck? Hauptsache, da vögeln schon wieder welche. Okay.
Was kann ich denn hier alles hacken eigentlich? Ich kann hier übelst viel hacken. Bringt mir das was? Ich kann das erklären. Vergiss es. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Weißt du, ich bin nicht der Typ, der... Halt endlich die Klappe, ich will Fernsehen. Im Ernst, ich kann alles erklären. Ich meine echt, ich hab nur im Internet gesurft und mein Kumpel schickt mir diese lustige E-Mail. Ich hab nur geantwortet. Nimm deinen Scheiß und hau ab. Sofort. Überall kriselt's. Okay. Irgendwie ist das ganz interessant, was hier so läuft.